Hey, guten Abend, meine Lieben. Herzlich willkommen zu unserem Stream heute. Ja, heute sollte es um die Essence gehen. Und heute ist ein trauriger Tag. Ich erkläre euch gleich, warum. Aber jetzt sagen wir erstmal kurz ein paar Leuten Hallo, die schon da sind. Hallo Manuela Hermine, die Diana KS ist da, der Hannes, Ingimi, Sarah Sophie, Belly, Jonas H., die ganze Esen ist da. Boosterboy sehe ich, die Carmen sehe ich, hallo, die Magdalena, so viele Leute schon wieder. Und ich freue mich heute auf den Stream mit euch. Ich war mir auch nicht sicher, ob der heute so stattfinden kann, aber ja, das Leben spielt manchmal nicht so, wie man es gerne hätte. Wo fange ich an? Also, ich bin echt ein bisschen down heute. Morgen Nachmittag geht ein Flieger von München nach Mailand, in dem ich eigentlich sitzen sollte, in dem ich aber nicht sitzen werde, weil ich ihn vorhin gecancelt habe. Und der Grund ist, dass ich jetzt eigentlich die ganze Woche richtig krank war. Also so krank war ich, weiß ich nicht, 5 Jahre nicht oder so. Richtig heftig. Ich hatte so eine ganz ekelhafte Nebenhöhlen, Mittelohr, Seitenstrang, Angina, Entzündung, also was Bakterielles, kein Virus diesmal. Und was echt richtig, das hat mich richtig krass ausgenockt. Also ich habe wirklich die ganze letzte Woche eigentlich seit Mittwoch nur im Bett verbracht. Gestern bin ich dann zum ersten Mal wieder so richtig auf den Beinen gewesen. Und bin jetzt mittlerweile auf dem zweiten Antibiotikum. Und ich hatte gehofft, dass ich wieder fit werde bis morgen. Und es ist halt jetzt genau an diesem Punkt, wo ich dann wirklich mit mir verhandelt habe, weil ich so gerne auf die Messe fliegen wollte. Also ich habe mich da jetzt fast ein Jahr lang drauf gefreut. Da sind so viele Leute, die ich gern getroffen hätte. Ich hatte so viele tolle Sachen schon organisiert. Ich wäre bei Terenzi auf der Party gewesen oder auf diesem sehr exklusiven Dinner. Bei Serjoff auf der Party, eventuell noch Nishane. Ich hatte so viele Kontakte, Brandkontakte und auch so Kontakte, die ich dort gern getroffen hätte. Dann hätte mich natürlich auch eine liebe Zuschauerin begleitet, nämlich unsere Carmen, die auch hier im Chat ist. Und gefilmt für euch. Und ich hatte schon so viele tolle Ideen, was wir da für ein Video draus machen. Und ja, und ich habe dann im Grunde bis heute Vormittag mit mir verhandelt, ob ich es schaffe, das zu machen. Ich bin immer noch ziemlich schwach auf den Beinen, also mein Kreislauf spielt noch nicht ganz so mit und so mehr als eine Treppe am Stück schaffe ich im Moment noch nicht. Allerdings hätte ich mich schon wahrscheinlich dahin dopen können. Das Problem ist halt, so eine Messe ist wahnsinnig anstrengend. Man ist halt den ganzen Tag auf den Beinen. Es gibt nicht viele Gelegenheiten, dort sich hinzusetzen oder mal Pause zu machen. Und das ist ja dann auch in dem Moment, ist man dann ja auch irgendwie voller, ich weiß nicht, voller Dopamin und hat auch gar keinen Bock, irgendwie auf sich zu schauen. Und ich kenne mich. Ich bin dann, also ich spüre dann meine Gesundheit nicht. Ich würde dann einfach halt den Stiefel durchziehen. Und wäre es vielleicht vor 5 Jahren gewesen, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, weil ich bin halt ein Mensch, im Zweifel mache ich die Dinge immer. Ich sage die Dinge eigentlich selten ab, weil ich mir immer denke, es ist halt das Leben, ja, und ich will Erinnerungen sammeln, ich will Sachen erleben, insbesondere wenn es halt so was Tolles ist, wo man wirklich mal rauskommt in eine tolle andere Stadt. Auch weil ich natürlich hier immer in meinem Kämmerchen alleine arbeite und nicht wirklich so viel mit so vielen Leuten Austausch habe face to face, und ich hatte mich einfach so drauf gefreut. Ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie eine andere Zeit, es ist die Zeit, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und der Julius hat die ganze letzte Woche komplett alleine gewuppt mit den Kindern, mit allem drum und dran, während ich nur nutzlos im Bett lag. Und das hat er echt richtig toll gemacht und auch ohne irgendwie sich einmal zu beklagen, und also richtig toll. Und ich kann halt nicht, wenn ich mich da jetzt durchdope durch die Geschichte und dann total zerstört wieder zurückkomme und dann wieder noch 1 oder 2 Wochen liege. Das ist halt einfach nicht fair, ja. Das ist dem Julius gegenüber nicht fair, das ist meinen Kindern gegenüber nicht fair, weil die haben auch nicht so viel von mir gehabt in der letzten Zeit. Und dementsprechend habe ich dann eben beschlossen, nicht hinzufahren. Und es ist echt richtig, richtig Kacke. Also, oh Mann, ich bin voll emotional. Es ist halt, ja.
ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja, ist ja nur eine Messe, ja, ist das nicht irgendwie sowas Besonderes, aber für mich ist es halt schon sowas Besonderes, weil ich hätte die Möglichkeit gehabt, so viele neue Marken zu entdecken, so viele Sachen zu schnuppern, so viele Leute kennenzulernen, alte Kontakte wieder aufzufrischen und auch Leute zu sehen, die ich nicht so oft sehe übers Jahr verteilt, weil sie einfach geografisch nicht so nah bei mir sind. Und ja, das ist jetzt einfach sehr schade. Und deswegen ist der Titel hier jetzt streng genommen eigentlich Clickbait von dem Live. Aber naja, ich habe mir jetzt heute den Tag noch gegeben, um sozusagen traurig zu sein und zu brüten. Und ab morgen wird dann wieder nach vorne geschaut und und ich meine, es gibt so viele, also mein Leben ist nicht schlimm bei irgendeinem Maß. Ja, ich habe ein tolles Leben, ich habe tolle Kinder, ich habe einen tollen Job und so weiter. Und das ist jetzt halt eine Kleinigkeit, aber das war jetzt halt einfach sehr großes Pech, dass es mich so kurz davor erwischt hat. Und ja, besonders leid getan hat es mir natürlich auch für die Carmen, weil die ja auch nur wegen mir gekommen wäre. Und ja, gut, aber hat nicht sein sollen dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr. Und ich fahre immerhin noch Ende April nach Paris mit einer Freundin. Und das wird eine reine Spaß-Duftshop-Reise. Also immerhin kann ich mich noch darauf freuen. Und deswegen, ja, so ist das. Und ich habe nichtsdestotrotz einige neue Düfte, die ich euch heute zeigen kann. Und was wir natürlich schon machen können, ist mal so ein bisschen zu schmökern, weil ich kann euch mal ganz kurz vielleicht die Brandlist zeigen von den ganzen Brands, die da gekommen wären. Und dann können wir mal schauen, ob da was Interessantes für uns dabei ist. Also das ist hier die Liste, ne? Das sind alles die Brands, die einen Stand haben, wo man echt hingehen kann und die ganzen Düfte einfach schnuppern kann. Und ich sehe schon so viele, wo ich gerne hingewollt hätte. Allen voran natürlich Ella Kay. Das ist eine Marke, da komme ich irgendwie einfach nicht so richtig an das ganze Sortiment ran. Dann, was hatte ich noch gesehen? Ich hätte wahnsinnig gern mal wieder bei Astrophil und Stella vorbeigeschaut. Was gibt es denn hier noch Spannendes? Ja, das sind wir schon hier. Serchoff steht hier jetzt gelistet. Das wundert mich ein bisschen, weil die waren letztes Jahr nicht mit einem Stand vertreten. Würde mich wundern, wenn die einen Stand haben dieses Jahr, aber vielleicht sind sie irgendwie trotzdem unterwegs, wer weiß. Und ja, Ulrich Lang, den habe ich letztes Jahr kennengelernt, den habe ich getroffen. Das ist auch ein super interessanter deutscher Parfümeur, ein total interessanter Typ. Seine Düfte habe ich auch probiert letztes Jahr. Und er macht richtig cooles, konzeptionelles Zeug. Ich glaube, ich habe euch schon mal davon erzählt. Und ja, es ist einfach irgendwie schade. Aber na gut, ich hatte jetzt schon diverse Leute, die mir angeboten haben, sie bringen mir was mit. Und was wir natürlich trotzdem dann machen können nächste Woche, ist mal zu schauen, was alle anderen so auf der Messe erlebt haben und da so ein bisschen virtuell mitzuschnuppern sozusagen. Ja, gut, okay, ja, mein Gott, so ist es halt, gell. Sigi Kalkmann schreibt, matt schaust du aus, ja. Ja, ich bin auch, also so low energy, glaube ich, habt ihr mich noch nie gesehen wie heute. Deswegen wird es heute wahrscheinlich auch kein wahnsinnig langer Stream. Aber ich will jetzt auch nicht, dass die Stimmung hier die ganze Zeit so unten ist. Gibt heute mal wieder keinen Cocktail. Heute gibt es Matcha-Tee. Matcha-Tee, das ist was Lustiges. Man fängt diese gesunden Habits irgendwie immer so an, wenn es einem so richtig dreckig geht. Erst dann hinterfragt man sein Leben, ne? Was könnte ich besser machen? Wie könnte ich irgendwie noch gesünder leben? Das fragt man sich nie, wenn es einem gut geht, sondern immer nur, wenn man da liegt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und ich habe jetzt angefangen, Matcha-Tee zu trinken. Ursprünglich, weil es halt gesund ist und weil ich jetzt festgestellt habe, dass es super praktisch ist. Ich bin ja eh eigentlich ein Teetrinker. Also ich trinke Tee und Kaffee gerne. Aber das ist halt so cool, weil für den Matcha-Tee muss man das Wasser nicht aufkochen. Es reicht, wenn man es so auf 70 bis 90 Grad erwärmt. Das heißt, es ist schon mal nie zu heiß zum Trinken. Dann das Pulver rührt man einfach ein. Man hat keine Teebeutel, die man nach einer Zeit wieder rausholen muss oder wenn man irgendwie Angst haben muss, der wird dann zu intensiv oder die Bitterstoffe werden zu krass. Sondern man rührt einfach das Pulver ein und gut ist. Und ich liebe das. Also ich trinke jetzt nur noch Matcha-Tee. Das ist heute schon meine vierte Tasse.
Muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so viel Kaffee trinke gleichzeitig, weil der hat ja auch Tein drin und nicht, dass mich das zu sehr putscht. Aber momentan kann ich das bisschen Putschen gut gebrauchen. Nila Lauer fragt, hättest du sonst morgen wieder den Le Muscle Po getragen? Nee, hätte ich nicht, sicher nicht. Würde ich nie wieder auf eine Messe tragen. Habe ich euch die Geschichte mal erzählt mit dem Le Muscle Po vom letzten Jahr? ich habe letztes Jahr den Pierre Guillaume getroffen. Ich bin zu seinem Stand rein. Und ich war schon so ein bisschen giddy, weil ich fand ihn halt cool und ich find halt die Marke cool und so weiter. Und dann waren die aber gar nicht mal so nett da an dem Stand. Die haben sofort so abgefragt, so wer bist du, was machst du, wie viele Abonnenten hast du und so weiter. Und da kam ich mir schon so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen wie eine Nummer vor. Und dann kam aber der Pierre Guillaume und es ist so ein ganz in anderen Sphären schwebender Künstler. Dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten und dann habe ich ihm gesagt, dass ich Le Muscle La Peau trage eben. Und dann hat er mir das Herz gebrochen, dann hat er nur so die Augen verdreht, so nach dem Motto, Schnee von gestern. Also so kalte Suppe, so kalter Kaffee, kalte Suppe. Es war total, ja, so nach dem Motto, ob ich nichts Moderneres tragen würde. Wo ich dachte mir irgendwie, er würde sich geschmeichelt fühlen, aber er war einfach nur so total dismissive. Und seither bin ich, ja, man sagt immer, never meet your heroes. Und so ist es, glaube ich, auch. Es bringt nicht, also es ist nicht mal gut, wenn man seine Helden dann so kennenlernt. Da werden die Illusionen zerplatzen dann manchmal recht schnell. So, jetzt muss man ganz kurz hier das Mikro muten. So, genau, okay. Jetzt würde ich sagen, habt ihr Lust, dass wir vielleicht gleich mit den Düften starten? Sollen wir uns mal anschauen, was ich heute habe? Ich habe nämlich zwei Molinar-Düfte zugesendet bekommen, die ich noch nicht kenne und die ich auch noch nicht gerochen habe. Das heißt, es wird jetzt ein Blind-Test mit euch zusammen. Der eine heißt Mireia und der andere heißt Vin Aimaré. Und so wie ich das recherchieren konnte, sind das wohl zwei Düfte, die, glaube ich, einen Facelift bekommen haben. Die gibt es nämlich auf Parfumo, die sehen allerdings anders aus, also die haben andere Flakons. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt eine Reformulierung ist oder ob es sozusagen einfach nur der alte Duft in einem neuen Flakon ist. Aber da ich die alten Düfte auch nicht kenne, ist es auch egal. Wir testen den jetzt einfach und schauen uns den mal an. Fangen wir mal an mit dem Vin Aimaré. Und ich sprühe den jetzt kurz, bevor wir den auf Parfum aufmachen. Was ich übrigens schön finde, das zeige ich euch noch kurz, bei den Flakons hier, schaut mal, diese Deckel, die sind so ein bisschen, die haben so eine Optik von so einem eingedätschten Blech. Das finde ich eben ganz süß. Generell die Flakons finde ich eigentlich süß. Das machen jetzt immer mehr Marken, dass sie vorne nur noch die Schrift schreiben und hinten ist dann sozusagen das Artwork hinten drauf. Maison Martin macht das genauso. Das finde ich echt ganz hübsch. Also, und auch die Farben, taugt mir alles ganz gut. Aber davon wollen wir uns jetzt nicht zu sehr beeinflussen lassen. Schauen wir mal, wie der riecht. Ich mache ihn euch gleich auf Parfumo. Mhm, okay, Moment. Für ersten Sniff. Frisch, zitrisch, synthetisch auch. Oder was ist das? Irgendeine Note ist da. Die kommt mir irgendwie leicht synthetisch vor, die kann ich nicht ganz zuordnen. Also, er hat auch drunter liegend irgendwie sowas, schon was Weiches auch. Jetzt schauen wir uns mal kurz an. Moment, ich schalte euch um. Also, das ist der Duft, so sah früher aus. Und ich finde auch, also mit dem Flakon-Redesign haben sie sich einen Gefallen getan. Okay, was haben wir hier? Ah ja, die Synthetik, die ich da kriege, das sind die maritimen Noten. Ja, der ist sehr fruchtig. Die schwarze Johannisbeere, jetzt wo ich sie weiß, merke ich sie auch. Und das Weiche, was ich da gerade meinte, das ist bestimmt Moschus und Frisie und Rose. Das ist von den Sandelholz und Tonkabohne kriege ich gerade noch nicht so viel. Aber es ist schon ein sehr angenehmer Duft. Ich persönlich bräuchte, glaube ich, in den wenigsten Düften maritime Noten. Das ist immer was, ich weiß nicht, in manchen Düften macht es total Sinn für mich, aber in vielen Düften nicht. Und hier verstehe ich schon, dass es diese Meeresfrische geben soll.
aber ich bin irgendwie schon zu verkopft auf diese Note. Ich merke, die sticht für mich immer gleich raus und das macht mir dann so ein bisschen den Gesamteindruck kaputt. Aber es ist schön fruchtig. Also was mir gefällt ist, dass die schwarze Johannisbeere nicht zu süß kommt. Die Zitrik hält echt gut dagegen. Schön fruchtig. Und sehr weich. Also ich würde sagen, durchaus ein femininer Duft. Und jetzt für den Anfang, ich bin jetzt nicht komplett überwältigt, aber ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht. Jetzt warten wir mal ab und schauen wir uns mal den nächsten an. Der nächste ist der Mireia, heißt er. Ich bin auch gespannt. Ist noch ein bisschen Verpackung dran. So. Okay, okay. Ich hatte irgendwie mit was eher Grünem gerechnet. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß nicht mal, was Mireia heißt, aber er ist sehr süß. Süß. Floral. Was ist denn diese Note? Irgendwas Gourmandiges hat er noch. Schauen wir mal rein. Der ist sehr, sehr, sehr gourmandig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die... Ah, Vanillezucker ist es. Schau. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die Noten noch so einwandfrei stimmen, wie sie da stehen, aber ich glaube schon, weil ich merke schon das Basilikum, ich merke auch die Litchi. Ja, schwarze Johannisbeere auch. Blüten werden im Moment noch überpowert von der Frucht, die kommen bestimmt so in 10 Minuten, da schauen wir uns nochmal an. Ich merke die Iris unten drunter und das Weiche und der Vanillezucker. Wow, also der Vanillezucker ist sehr stark. Diese süße Note unten drunter kommt heftig. Auch sehr feminin, würde ich sagen. Also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ist definitiv so einer mit Verführungsfaktor. Ist so einer zum Kuscheln, zum Daten, würde ich sagen. Kommt mir jetzt, muss ich nur schauen, von der Performance her kommt er mir gut stark vor. Der hat allerdings... noch keine Bewertungen jetzt, was die Performance angeht. Seht ihr, da steht gar nichts. Steht nur der Flakon bewertet. Müssen wir mal schauen. Aber den würde ich sagen, die legen wir uns jetzt beide zur Seite. Ich stelle die hier so auf die Flakörchen drauf, damit wir sie uns gleich nochmal anschauen können. So, jetzt schaue ich mal kurz zu euch in den Chat. Ja, neue Flakon sieht definitiv besser aus. So ist es. Belly fragt, würdet ihr Lyra eher mit Molecule 1 oder 2 layern? Molecule 1 oder 2 oder 2 könnte man auch sagen, ne? Lyra. Lyra ist ja ein sehr gourmandiger Duft mit viel Vanille, Karamell. Ich denke, zu Lyra passt definitiv besser Holz als Aquatic. Also sprich eher Molecule 1 als Molecule 2. Wobei ich jetzt nicht denke, dass man Lyra mit irgendwas layern müsste, weil die Performance von Lyra, die ist schon großartig und unglaublich. Also wenn, dann eher, um vielleicht noch andere Nuancen vom Duft irgendwie hervorzukitzeln, aber um die Performance zu boosten, wüsste ich jetzt nicht. Christian Aswald etwas spät dran. Oh nein, Christian, dann hast du meine Sob-Story total verpasst. Ja, naja, egal. Felix Hitzemann fragt, werden die neuen Serjoffs getestet? Ja, die hätte ich auch gut testen können. Sicher werden die getestet. Die Frage ist eher, wann. Ich muss mal wieder mich mit dem Herbert hören, ich habe schon ewig nicht mehr gehört. Vielleicht schickt er mir was zum Schnuppern. Schauen wir mal. Ja. Melissa M. fragt, was werdet ihr noch vom Molinar empfehlen? Ja, Leute, was würdet ihr vom Molinar empfehlen? Habt ihr schon Molinar-Düfte probiert? Ich hatte mal einen in meiner Unique You jetzt Parfori Abfüllung. Welcher war denn das? Ich weiß es nicht, ich glaube, es war irgendwas mit Vanille. Hieß der nicht einfach nur Vanille vielleicht? Den fand ich schon gut. Aber ansonsten habe ich von Molinar, einiges ausprobiert in letzter Zeit, einen Haufen Proben. Aber die habe ich jetzt gerade leider nicht da. Hm.
Kalihu fragt, was ist deine Meinung zu Paris Monte Carlo? Ja, die hätte ich halt gern, die war stand auf meiner Liste für die Messe. Die hatte ich letztes Jahr schon mal gesehen und die haben mich schon optisch angesprochen. Ich hatte dann leider keine Zeit mehr, sie auszuprobieren. Also noch halte ich nicht viel von denen, weil ich noch fast nichts probiert habe. Sfee schreibt, wie findest du die Haltbarkeit von Carla Barcelona Düften? Grundsätzlich gut, aber natürlich gibt es Düfte, die sich besser und schlechter halten. Also jetzt zum Beispiel von dem TARDIS, den ich relativ oft trage, ist es super, ja. Das sind so genau diese 6-7 Stunden, die ich eigentlich haben will. Genau, von Molinat gibt es noch den Fig. Ja, richtig. Laura fragt, was sind deine liebsten Duftnoten? Hui. Boah, also ich mag Würziges gern, ich mag Pfeffer gern. Ich mag Litschi schon auch gerne düften. Aber ich bin definitiv ein Vanillemensch, ein Sandelholzmensch, ein Zedermensch. Mag Zitrus gern. Ich habe nicht diese Lieblingsnote. Ich mochte Safran gern bis vor einiger Zeit. Also ich mag immer noch sehr gern, aber Safran war echt so eine meiner Lieblingsnoten. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen satt von Safran. Aber schauen wir mal, was noch kommt. By the way, im letzten Stream hatten wir ein paar Mal so ein bisschen Tonausfälle und wir haben dann rausgefunden, dass es immer passiert, wenn hier ein Abo passiert oder halt so ein Alert kommt, so ein Pop-up. Und anscheinend, obwohl es eigentlich alles eine Tonspur ist, dürfte es mich nicht rauscutten, tut es aber. Und ich habe heute Nachmittag dann ewig rumprobiert und habe versucht, das zu lösen. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn es halt nicht anders geht, dann mute ich das halt, dann hört man es halt nicht mehr. Aber selbst als ich es gemutet habe, hat es trotzdem mir noch meine Tonspur abgeschlagen manchmal. Das heißt, wenn das heute passiert, denkt euch nichts. Das sind halt immer so kleine Silben, die manchmal abgeschnitten werden. Ich hoffe, dass ich das langfristig mal gelöst kriege, aber es ist jetzt gerade kein Riesenproblem. Ja, Belly fragt, wie magst du eigentlich den Palo Santo von Carna? Den habe ich hier und ich mag den ganz gern. Er ist jetzt keiner, der sich leicht trägt, finde ich. Also ich finde nicht viele gute Möglichkeiten, den oft zu tragen. Und ich hatte den schon ein paar Mal in der Shortlist für als Videokandidat für eine Liste, aber er ist dann irgendwie immer rausgeflogen. Irgendwie habe ich ihn auch nicht so richtig gegriffen und so richtig festgehalten. Ich muss mich noch ein bisschen mehr mit dem beschäftigen. Mhm. Ja. Valentino Lob schreibt, Leni, probier mal den neuen Herrenduft von Zara, Sunrise in the Sand Dunes. Parfumbewertung 8,8. Bei wie vielen Bewertungen? Ich sag euch ganz ehrlich, ich traue den Parfumo-Bewertungen immer weniger, weil die Leute, teilweise einfach so einen Schmarrn angeben und auch die Bewertung der Duftschönheit teilweise so davon getrieben ist, ob man jetzt eine bestimmte Marke mag. Okay, oh, okay. Also hier, der hat jetzt, puh. Das ist schwer zu kriegen, Leute. Das ist ja fast ein Blindkaufkandidat. Huh? Müsste ich mir fast anschauen. Ich meine, bei Zara, bevor ich da jetzt hinfahre mit meinem Auto und Sprit vergebe, den dann dort teste und wieder heimfahre, dafür habe ich ihn gleich online einmal gekauft für die 15 Euro, die er wahrscheinlich kostet. Deswegen würde ich mir fast mal anschauen. Ja, jetzt die Noten sehen das nicht sehr spannend aus, finde ich. Also scheint so ein bisschen spritzig, frischer, blütiger, weicher Duft zu sein. Aber dass der eine 8,8 kriegt, ich muss jetzt mal kurz die Statements lesen hier. Was sagen denn die Leute? Wer ist denn das Vorbild? Ist das jetzt ein Dupe zu irgendeinem? Ach, ein Imagination Dupe. Okay, jetzt macht es Sinn. Ja, wenn er natürlich hinkommt, das wäre doch interessant. Dann machen wir mal einen Vergleich, ob der was taugt. Bei den Imagination habe ich da. Da können wir dann schauen, ob er, ob er dem Original Konkurrenz macht. Wobei ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, bei 15 Euro versus wie viel? 200? 240? Ja. Das glaube ich eher nicht. Okay. So. Gut, wo sind wir denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Imagination. Valentin Lobe schreibt, ich habe ihn blind gekauft. Und? Wie findest du ihn? Was ist deine Rezension dazu? Der ist ständig ausverkauft.
Fußballfachklinik, kennst du den Ordüsserei von Naomi Gutsier? Sehr lecker. Ich kann es sein, nach dem werde ich irgendwie oft gefragt. Oder werde ich auch von dir nach dem gefragt. Aber jetzt haben mich schon ein paar Leute gefragt. Ich kenne ihn noch nicht. Ich habe ihn noch nicht gerochen. Melissa fragt, wirst du den neuen Pistazienduft von Kajali testen? Vermutlich nicht. Ich habe irgendwie aufgehört, die Kajali-Sachen zu testen. Also wenn sie jetzt nicht irgendwie zufällig als Beigabe bei Sephora in Form von einer Probe mit dabei liegen, dann wahrscheinlich eher nicht, weil die Kajalis, die haben mich ausnahmslos enttäuscht, die letzten Releases. Also ich finde, so nach dieser ersten Welle kam nicht mehr viel Gutes. Und ich finde sie zu teuer, um sie blind zu kaufen. Und man kann sie schlecht testen, weil bei mir in der Gegend ist jetzt kein Sephora, wo ich reinlaufen könnte. Und die werden dann irgendwo anders vertrieben. Also, der Valentin schreibt, der Duft ist sommerlich, aber mal nicht zu so zitrisch. Ich habe super viele Zara-Düfte, muss ich gestehen, aber dieser ist mein neuer Liebling. Aha. Ja, vielleicht hole ich ihn. Schauen wir mal. Hört sich echt gut an. Nina fragt, kennst du den Nature Ensoleillant von Maison Martine? Ja, den kenne ich. Den habe ich auch schon mal, glaube ich, getestet. Ich kann mal kurz schauen, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, wenn ich mir was aufgeschrieben habe. Habe ich den jetzt falsch geschrieben? Martine Nature. Oder ist das ein neuer? Ah, der heißt nicht Insolvent, sondern Insolent. Insolente. So heißt er. Genau. Ja, die haben so schöne Dinger. Gucken wir mal. Erinnert mich an einen Sehrjoff, habe ich geschrieben. Vetiver Maiglöckchen mit etwas Zitrone, Minze, Minze und Maiglöckchen. Minze, Zitrone, Minze, Minze und Maiglöckchen harmonieren aber nicht so gut. Wirkt in Kombination mit dem Moschus etwas muffig auf mich. Und nochmal hier auf die Noten. Ja, genau, den fand ich nicht so gut. Der war mir muffig. Ich erinnere mich noch an den, ja. Richtig. Das beantwortet deine Frage. Anna Kalimera schreibt, oh, ich liebe den neuen Kajali. Ich bin sehr froh darüber, dass er nicht so ist, wie sich ihn die meisten vorgestellt haben. Macht mich neugierig, ja. Vielleicht teste ich ihn doch. Für einen Influencer bin ich ganz schön leicht zu beeinflussen, ne? Gelato. Also ich liebe halt schon Pistazieneis. Das ist schon genau meins. Also wenn ich in die Eisdiele gehe, ich esse meistens Pistazieneis oder Erdnusseis. Manchmal auch eine Snickers-Kombo. Ja. Ja, cool, okay. Interessant, interessant. Sollen wir mal weitermachen? Ich habe noch was an neuen Düften. Und zwar habe ich. Es gibt eine Marke, die heißt Room 1015. Ich weiß nicht, ob euch die was sagt. Ich habe vor einiger Zeit mal deren Sortiment getestet. Es ist echt schon. Es ist schon ein bisschen länger her. Und mir hat nichts gefallen von denen. Also kein einziger Duft war da, den ich gut fand. Und dann hat die Marke gesagt: Hey, wir würden dir gern nochmal Probenset zuschicken. Und ich gesagt, nee, lass mal. Und dann haben die gesagt, doch, doch. Und wir schicken noch zwei Flakons. Und die zwei Flakons sind aber Düfte, die ich noch nicht kannte. Und was soll ich sagen? Der eine davon, der gefällt mir echt verdammt gut. Und da war ich wirklich überrascht. Und ich habe mich so gewehrt dagegen. Ich habe echt gesagt, nee, nee, schickt nichts. Aber sie haben dann gesagt, doch, den schicken wir dir jetzt. Und dann habe ich mich hingegeben sozusagen. Und wisst ihr, welcher es ist? Es ist der Cherry Punk von Room 1015. Und der ist wirklich schön. Also, ich bin wider Willen begeistert. Ist nicht der Duft, zu dem ich typischerweise greife. Es ist halt ein Kirschduft. Und natürlich ist er in Richtung Tom Ford Lost Cherry und so. Und er ist aber wirklich, wirklich schön und gut gemacht. Also, wir haben hier diese tolle Kirsche, eine dezente Safranwürze. Den Pfeffer kriege ich ehrlich gesagt gar nicht.
Dann diese Süße von dem Jasmin Absolu ist dermaßen verzaubernd. Also das ist echt Jasmin in seiner schönsten Form. Veilchen macht sich auch wunderbar. Die spielen ganz toll zusammen. Mimose kriege ich nicht so. Das Leder ultra dezent. Und ich finde, das ist auch, was dem Duft irgendwie seinen Esprit gibt. Dass das Leder nicht zu stark und nicht zu schwach ist. Das ist genau in der richtigen Dosis so drunterliegend da, dass es irgendwie den Duft nicht zu quietschig macht, nicht zu süß. Mein Laptop dreht gerade total durch. Ich hoffe, ihr könnt die Lüftung nicht hören. Ich gebe dir doch gar nichts zum Arbeiten gerade. Was machst du? Auf jeden Fall, die Tonkabohne ist mal wieder echt richtig schön. So konsistenzgebend, gibt auch ein bisschen diesen Marzipan-Faktor. Also es ist ein totaler Gourmand. Und Patchouli ganz dezent auch. Also die Art und Weise, was den Duft wirklich macht, finde ich, ist, wie die Basisnoten da drin verarbeitet sind. Das ist dermaßen fein. Also so überhaupt nicht, wie ich diese Marke kennengelernt habe. Und deswegen an alle, die vielleicht auch nicht so positive Erfahrungen gemacht haben mit Room 1015, auch wenn ich das jetzt nicht unterstellen will, aber mir haben halt die Düfte einfach nicht gefallen. Also das war echt nicht, also nicht mal irgendwie so, nicht mal mit viel Liebe, ne? Aber der ist spitze. Und ich prophezeie, dass der allen Leuten gefallen wird, die Lost Cherry gerne mögen und keine Lust haben, 300 Euro auszugeben. Das ist die Adresse für euch, weil es gibt schon auch natürlich einen Rouge Smoking, aber der ist nicht ganz so wie der. Der Rouge Smoking ist noch ein bisschen in Anführungsstrichen reifer, finde ich. Und ich weiß nicht, ein bisschen schwarzkirschiger. Der hier ist richtig Kirsche. Also, wobei so eine ganz kleine Amaretto-Note ist da auch drin. Also wir haben wirklich dieses Marzipan, Kirsche. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das der... Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe ihn noch nicht in freier Wildbahn getestet. Ich hatte ihn nur daheim jetzt bisher. Aber der könnte echt so von seinem Einsatzzweck, könnte das so ein neuer Hypnotic Poison werden. Das ist die Art von Duft. Das ist die Art von Duft mit der Wirkung und... Ich bin mir sicher, dass Männer den an Frauen lieben werden. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich echt, also bin geplättet und verwirrt. ja, auf jeden Fall, den könnt ihr euch echt anschauen, wenn ihr grundsätzlich auf süße Düfte steht, gourmandige Düfte gerne mögt und einfach irgendwie einfach so ein bisschen mal wieder so einen Duft wollt, wo einfach den ihr so auf den ersten Sniff lieben könnt, ja, wo man sich nicht hineinverlieben muss, der nicht sehr nischig ist, auch nicht, finde ich, sehr mainstreamig, sondern irgendwie so an der Schwelle zur Nische, wahnsinnig gefällig und sicher ein Komplimente-Sammler. Wo ich mir noch kein finales Urteil gebildet habe, ist die Haltbarkeit. So, schauen, was Parfumo sagt, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass der so krass knallt, wie jetzt andere Kirschstifte. Ja, also ich glaube, das, was da steht, ist einigermaßen realistisch. Er hält sich gut, aber er strahlt nicht so weit. Ja? Hätten sie noch ein bisschen ans drauflegen können, performancemäßig. Aber ich werde ihn auf alle Fälle jetzt mal die nächsten Tage am Julius testen und schauen, ob er ihm gefällt. Weil das könnte so ein Duft sein, der dem Julius gut gefällt. Wir werden sehen. Ja, und dann haben sie noch einen zweiten mitgeschickt. Den habe ich noch gar nicht gerochen. Der heißt... Sonic Flower, der sieht so aus. Und da bin ich jetzt gespannt, den habe ich mir noch gar nicht angeschaut. So. Ich sprühe schon mal echt gut. Okay. Okay. Auf den ersten Sniff kriege ich so ein bisschen Theo Cabanel Olala Vibes. Also sprich... pudrig, irgendwie sesammäßig. So, auf jeden Fall nicht 0815, aber der hier ist distinktiv synthetischer. Und das ist das gefällt mir schon wieder nicht so gut. Jetzt schauen wir mal kurz in die Noten von dem. Naja, okay. Ja, genau. Das ist sesammäßige, das sind die Möhrensamen Iris. Das ist diese Kombi. Die wirkt so ein bisschen... Karottenkuchenmäßig, aber auf eine unsüße Art. Ich weiß, Karottenkuchen riecht nicht wie Sesam, aber es ist das, was ich gerochen habe.
und fälschlicherweise als Sesam interpretiert habe. Das Amboxan und das Kaschmirholz, das macht es viel zu synthetisch. Also, ja, schade. Ist ein schöner Duft. Ist sehr im Sinne von minus die Synthetik. Es ist ein schöner Duft. Wenn man jetzt einen Duft sucht, der so irgendwie unorthodox ist, im Sinne von mal nicht Blumen, mal nicht Frucht, ist das die Richtung, in die man gehen sollte. Und er ist nicht so wahnsinnig edel, wie diese Iris-Wurzel-Möhrensamen-Düfte normalerweise sind. Also ich finde, das hat immer was, das macht immer was sehr Edles. Und das hier ist aber nicht, weil so pudrig, er ist zwar schon pudrig, aber er ist nicht, das ist ein junger Iris-Duft. So kann man es, glaube ich, sagen. Junger Iris-Duft. Jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, ist das Ambroxan ein bisschen weg. Vielleicht war das nur an der Kopfnote so krass. Gefällt mir jetzt besser. Es ist schon noch da. Und ich finde, es gehört raus. Also das macht den Duft ein bisschen kaputt für mich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er trotzdem seine Fans findet, weil der sehr gefällig ist. Sehr... Fast durch das Ambroxan kriegt er fast eine leicht grüne Note. Die dreht dieses möhrensamen Iris-Wurzel-Gemisch dann irgendwie Richtung Gras noch. Also so ein richtiger Osterhasenduft eigentlich, ja. Iris-Wurzel, Möhrensamen, Gras. Ja, passt eigentlich gut jetzt in die Zeit, ne? Okay, also den schauen wir uns noch an. Den lege ich jetzt hier drunter. Und dann gucken wir ihn uns später nochmal an. So, schauen wir mal, was ihr sagt. Duquesa ist für mich der schönste Kirschduft, schreibt die Samira. Ja, Duquesa ist wunderschön, aber Duquesa ist ganz was anderes als der hier. Duquesa ist ein imposanter, epochaler, sehr... Autorität einflößender, sehr edler Duft. Das ist der alles nicht. Der ist mehr... Mit mir kann man leicht reden. Ich bin sehr offen. Keine Ahnung. Ich hab Spaß. Ich mache mir nicht so viele Gedanken. Der ist eher unbeschwert. Was nicht heißen soll, dass der irgendwie belanglos ist, aber er ist unbeschwerter. Er hat nicht diese Gravitas, die Duquesa hat, sondern der ist so ein bisschen... Ja, den kann man auch in allen Lebenslagen tragen. Duquesa würde ich echt nur zu bestimmten Anlässen tragen. Duquesa ist für mich so ein typischer Opernduft oder ich weiß nicht, so ein Hochzeitsjubiläumsduft oder so. Und der hier, der ist so, wann immer ich rausgehe, wann immer ich Komplimente von Männern haben will. Ich glaube wirklich, Männer werden darauf abfahren. Ist vielleicht ein cooles Geschenk auch für eure Freundin. Genau, also das ist so ein bisschen für mich der Unterschied. Nina Lauf fragt, zu welchen Düften hast du in letzter Zeit oft gegriffen? Bist du schon eher im Frühlingsduftmodus oder eher noch im Winterstatus? Ich habe jetzt gestern meine März-Favoriten zu Ende bearbeitet und in meinen Favoriten, was teilweise auch Anstoß für Kritik ist unter manchen von euch, weil da zeige ich immer die Düfte, die ich am meisten getragen habe in dem Monat. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es die krassesten Favoriten ever sind, sondern es sind halt die current favorites, ja. Es ist halt das, wozu ich halt gegriffen habe. Und in der Natur der Sache steckt auch so ein bisschen, dass es oft Düfte sind, die ich halt neu habe. Weil das, was neu ist, da ist man, das hat man noch so gut im Gedächtnis und da greift man eher hin. Und ich habe jetzt gemerkt, ich glaube, ich habe im Februar mehr Frühlingsdüfte getragen als jetzt im März. Im März war ich jetzt wieder sehr, sehr tief gourmandig unterwegs und ja, gar nicht mal so frisch. Also man muss aber auch sagen, hey, es hat Mitte März hier bei uns wieder geschneit. Also gestern hat es gehagelt. Also what the fuck, das ist echt irgendwie nicht okay. Jetzt ist es schon fast April, also der Frühling sollte da sein. Es hat nur irgendwie, hat es nur nicht mitbekommen. Naja. Ja. So. Aber ja, ich spoilere euch die März-Favoriten jetzt nicht, zu welchen Düften ich da aufgegriffen habe. Das seht ihr dann in ein paar Tagen. In 3 Tagen, exakterweise.
Aha. Moment, jetzt muss ich mal lesen, was der Manfred da geschrieben hat. In dem Cherrypunk ist Szechuan-Pfeffer verwendet worden, der eine Zierfische-Note hat und wird deshalb oft nicht als Pfeffer wahrgenommen. Eine Zierfischnote? Was ist das? Ist es Zierfisch? Riecht ein Zierfisch nach irgendwas? Also riecht. Oder hast du dich verschrieben? Bitte sag mir, dass ein Typo ist. Ich stelle mir das gerade vor. Oh, Belly stellt eine interessante Frage. Wie häufig bekommt ihr im Alltag wirklich Komplimente für euer Parfum und mit welchen am meisten? Das ist doch eine gute Frage. Also ich glaube, man muss Komplimente. Es gibt Komplimente und es gibt Komplimente, ne? Ich glaube, es gibt drei Formen von Komplimente. Ich drösel das jetzt mal auf für euch. Und zwar, es gibt die erzwungenen Komplimente. Das ist, wenn ich zum Julius hingehe und sage, und? Wie rieche ich heute? Und wenn er dann sagt, ja, gut, dann ist das kein Kompliment. Also das zähle ich nicht als Kompliment. Das ist, wenn man es aus den Leuten rauskriegen muss, das ist für mich kein Kompliment. Das, was ich als Kompliment definiere, ist immer, wenn jemand proaktiv auf mich zugeht, ohne dass ich irgendwie danach gefragt habe oder dass das Gesprächsthema aktuell gerade Parfum ist. Oder auch ohne, dass die Person konkret was von mir will. Ja? Wenn jetzt ich vor einem Telekom-Verkäufer stehe und sage, ich möchte gerne neues Internet, weil Vodafone ist blöd, und der sagt dann, oh, sie riechen aber gut, dann gebe ich da gar nichts drauf, weil der Typ will mir was verkaufen. Versteht ihr? Gut, und dann gibt es die Komplimente, die, ich sag mal, die generischen Komplimente, und dann gibt es die, und dann gibt es die richtig, die begeisterten Komplimente. Generisches Kompliment ist, wenn jemand sagt, oh, du riechst aber gut. Einfach so, sozusagen. Wenn er eher mich komplimentiert und nicht zwingend zu erkennen gibt, ob er überhaupt versteht, dass ich einen Duft drauf habe und auch nicht nach dem Duft fragt. Und da freut man sich. Und das passiert mir schon hin und wieder. Aber, sorry, die Stimme ist noch nicht ganz da. Aber das ist jetzt nichts, glaube ich. Also das bekommt man häufiger. Und dann gibt es diese richtigen enthusiastischen Komplimente. Und meiner Meinung nach wiegen die am schwersten, wiegen die am gewichtigsten, wiegen die am meisten, wenn sie von fremden Leuten kommen. Ja. Weil, wenn Leute aus meinem Umkreis mich da fragen, oh, du riechst heute so toll, welchen Duft trägst du heute? Dann ist das schon ein größeres Kompliment. Aber wenn noch jemand Fremdes auf mich zukommt, dann, das ist dann ultimativ, ja. Weil es kostet wirklich, das macht man nicht einfach so. Da muss man dann schon wirklich wissen wollen, was der Duft ist. Und man muss schon wirklich betört sein von diesem Duft. Das heißt, schreibt mal jetzt, wie oft ihr Komplimente bekommt für euren Duft von Fremden, die spezifisch sind. Und, die euch nicht zwingend vielleicht anbaggern wollen. Ich glaube es nämlich nicht, ich glaube nicht, dass so viele Komplimente gegeben werden bei uns hier. Nie schreiben alle. Ja, Love, nie, nie, nie. Ach Mensch, die ganzen Frauen schreiben nie. Liebe Männer, was sagt euch das? Oh, die Männer schreiben auch nie. Aha. Sarah Sophie schreibt, ich frage Leute gern, was sie da so tragen. Ja, ich halt auch. Ich bin total schmerzfrei. Also, wenn mir irgendjemand in der Stadt, keine Ahnung, über den Weg läuft und der kann noch so uneinladend aussehen, das ist mir egal. Da geht es mir aber dann um mich. Das ist dann mein Egoismus, wenn ich wissen muss, was er trägt. Ich frage alle Leute. Ich habe da null Berührungsängste. Aber ich weiß natürlich, dass ich da ein bisschen ein spezieller Fall bin. Ja, Mona schreibt, oder jeder will unbedingt mit dir Kontakt aufnehmen. Das kann natürlich auch sein. Insbesondere, glaube ich, attraktive Leute werden wahrscheinlich häufiger nach ihrem Duft gefragt als unattraktive. Einfach weil natürlich das Bedürfnis da ist, irgendwie den Kontakt herzustellen oder ins Gespräch zu kommen. Also ich lese so raus, dass es selten Komplimente von Fremden gibt. Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass eher Frauen Komplimente für Düfte geben, weniger Männer. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass das halt insbesondere, wenn die Empfängerin eine Frau ist, bei Männern dann auch gleich mal falsch verstanden werden kann. Ne? Also, oder Männer sich denken, es könnte falsch verstanden werden. Aber ich bin grundsätzlich dafür, und ich finde, das sollten
das sollten wir in unserer Community hier, wir sollten das praktizieren. Wann immer ihr merkt, dass jemand gut riecht, sagt es der Person und fragt sie vielleicht auch, was sie trägt. Weil du kannst nur gewinnen, ja? Also die Person, die wird sich wahnsinnig freuen, insbesondere wenn es vielleicht jemand ist, der euch nicht kennt. Und ich finde es auch so schön, irgendwie Komplimente zu machen. Die müssen natürlich ernst gemeint sein, es sollen keine leeren Floskeln sein oder so, aber die Leute freuen sich echt. Es gibt auch viele Leute, die können da gar nicht damit umgehen, die sagen, nein, ich rieche gar nicht gut oder so. Aber ich finde, das ist was, das muss man halt lernen, diese Sachen dann anzunehmen und zu sagen, danke. Und sich einfach zu freuen. Insbesondere Frauen können das oft nicht gut annehmen, aber innerlich, heimlich freuen sie sich ja doch. Und es ist doch schön, oder? Wenn man so ein bisschen irgendwie die Duftliebe weitergibt. Amber schreibt, einmal wurde ich in meiner Bäckerei gefragt, was ich so Tolles trage. Und ich frage dauernd. Ja, genau, fragt alle. Also wirklich auch. Und auch an die Männer. Verliert die Scheu. Verliert die Scheu. Fragt ruhig. Das ist so, ich weiß nicht, das ist doch toll. Freut sich jeder Mensch, wenn er gefragt wird, was er trägt, weil er so gut riecht, oder? Arimari schreibt, mein Kollege trägt gute Düfte. Habe es ihm schon ein paar Mal gesagt. Ja, gut. Fred Anchovies schreibt, einmal für Bois Imperial, ne, immerhin, ist doch was. Ninchen O berät hier die Teenager bei Douglas. Die Teenager-Jungs, das ist gut. Das ist doch mal, das könnte man fast als Charity-Arbeit bezeichnen, oder? Die Teenager-Jungs, die könnten oft eine gute Beratung brauchen, finde ich, in Sachen Duft. Vor allem in Sachen Dosis. Also da tust du was für die Allgemeinheit, Ninchen. Das finde ich ganz wunderbar von dir. Simone Spatz schreibt, Kommentar von meinem Chef zu Erbapura. Was riecht denn hier so komisch? Ja, ich hatte die Situation schon auch ein, zwei Mal. Und ich sage dann immer ganz stolz, das bin ich. Ich finde es dann auch mal witzig, wenn es den Leuten dann ein bisschen peinlich ist. Ich habe einfach grundsätzlich keine Skrupel, die Leute da so ein bisschen, ja, wie sagt man da, so ein bisschen auch ins Messer laufen zu lassen. Oh, Laura Basilea schreibt, ich möchte nicht gefragt werden, welchen Duft ich trage, weil ich das gar nicht verraten möchte. Kasia, ach so, warum denn? Warum? Nicole B. schreibt, bin letztens ins Büro von meiner Kollegin gestolpert, habe ihr auf den Kopf weg gesagt, dass sie Zen trägt. Sie war auch voll überrascht. Ja, da kann man richtig Leute beeindrucken, ne? Wenn man die Düfte dann auch noch richtig erkennt. Bei mir jetzt mittlerweile ist es nicht mehr leicht, mein Umfeld zu beeindrucken, weil viele Leute in meinem Umfeld tragen Düfte, die ich ihnen empfohlen habe. Und die erkenne ich dann natürlich sofort. Javier Lopez schreibt, Crème de Cuir ist aber, Moment, das habe ich ihn verloren, ist aber der Renner als Frau. Ja, Crème de Cuir ist der Hammer, ja. Totally. Dustin Gold schreibt, für Serjov Naxos, Dama Bianca und Dior Addict habe ich die meisten Komplimente bekommen. Und fällt euch was auf? Das sind alles Gourmands, ne? Ich sag euch, wer grundsätzlich auf Komplimente aus ist, der sollte Gourmands tragen. Für die gibt es grundsätzlich immer die meisten Komplimente. Und ich glaube, es liegt daran, dass es eine Duftrichtung ist, die den meisten Leuten gut gefällt, weil Gourmands was ist, womit fast jeder positive Assoziationen hat. Ne? Mit Vanille. Man sagt ja in der Muttermilch, die Muttermilch hat ein unterschwelliges Vanillearoma. Deswegen finden fast alle Leute Vanille irgendwie schön oder haben positive Assoziationen damit. Genauso wie halt Süßigkeiten, ne? Ich meine, es gibt ein paar Leute, die mögen keine Süßigkeiten, aber sehr wenige. Und das ist dann immer gleich was, was in den Leuten was zum Klingen bringt. Boosterboy schreibt, heute noch eine Kollegin, dein Duft passt nicht zu meinem Brot. War Guerlain Millissim Tonka. Okay. Ja, Silvia von Ohlen, Rosendo Matteo Nummer 5 wird bei mir auch oft erfragt. Also das ist, wenn ihr angesprochen werden wollt, dann tragt den Rosendo Matteo Nummer 5. Die Leute wollen immer wissen, was ihr tragt. Und das Ding ist, der strahlt halt auch so weit, da könnt ihr dann gleich einen ganzen, Radius abdecken.
Sag mal, arbeitet ihr alle in der Bäckerei? Oder Maria H. schreibt, witzig, ich werde auch in meiner Bäckerei regelmäßig nach meinem Scent of the Day gefragt und im Supermarkt von Fremden. Es sind alles Düfte Leni Made Me Buy It. Cool. Magst du die teilen mit uns, welche das sind? Nicole B. schreibt, kann ich voll verstehen, meine Chefin hat sich Silky Woods gekauft, nachdem sie ihn mal an mir gerochen hat. Das ist natürlich bitter. Silky Woods ist so ein spezieller Duft. Wenn dann noch jemand im Büro damit rumrennt, das ist dann schon nervig, kann ich mir vorstellen. Huh. Ja. Jens schreibt mit einem weinenden Auge, der Alex 2 ist den meisten wohl zu viel. Ja, schon möglich. Der ist halt nicht Mainstream, ja. Ist so. Bitte? Mrs. Jackpack schreibt, auf meine Nischendüfte werde ich nie angesprochen. Dafür schon dreimal auf Otto Kern Commitment. Gibt's doch nicht. Nee, Leute, das hat schon einen Grund. Das hat schon einen Grund. Der Mainstream heißt deswegen Mainstream, sage ich jetzt, weil er dem Mainstream gut gefällt. Es ist halt, es sind die Düfte, die meisten Leute gerne riechen. Und hier unsere sophisticated Nischen-Community, das ist nicht jedermanns Sache, vor allem nicht außerhalb, ja. Boah, Belly hat eine neue Lieblings-Layer-Kombo, und zwar Silky Woods und Bouquet Ideale. Das hört sich super geil an, das probiere ich nachher aus. Melissa M. schreibt, morgen arbeite ich mit 9 Menschen. Ich überlege noch, was ich tragen soll. Ja, überleg mal. Kannst ja dann schauen, ob du lieber Komplimente haben willst oder ob du angesprochen werden willst, was der Duft sein könnte oder ob du sie abschrecken willst oder was auch immer, ne? Oh, Silke Wartaschek schreibt, Sunset Hour hat viele Komplimente gemacht. Interessant. Ach so, Maria schreibt, ich arbeite dort nicht, ich bin Kunde. Du bist Kunde in der Bäckerei, ne? Gerlin, Curie, Lugazen. Ja, das ist doch mal eine Liste, würde ich sagen. Agnes Lydia, in der Bäckerei holt man sich den Kaffee. Dort wurde ich auch schon angesprochen. Wisst ihr, wenn ich mal in der Bäckerei getroffen habe, das erkläre ich euch, als ich noch in München gearbeitet habe, da habe ich in der Nähe vom Gärtnerplatz gearbeitet, in einer sehr großen Agentur. Und dann stehe ich so und bestelle halt meinen Obstsalat oder was ich da mal gegessen habe morgens. Und dann höre ich neben mir, wie irgendjemand so einen total fancy Soja-Latten, was weiß ich, Dingsbums, Frappuccino, hast du nicht gesehen. Also war kein Starbucks, war irgend so eine Dorfbäckerei. Und ich denke mir noch so, die Stimme kommt mir irgendwie so bekannt vor. Und ich bin aber aufgrund dieser Bestellung, werfe ich schon so ein Side-Eye rüber. Schon so, was bist denn du für einer? Und dann steht halt der Schweini neben mir, der Bastian Schweinsteiger. Und ich erst so, und dann so, dann schon die Klappe gehalten. Aber das war witzig. Und dann habe ich erstmal festgestellt, dass der gar nicht so groß ist, wie er mir immer vorkam. Der ist relativ klein für einen Fußballer. Ich hatte den immer auf so 1,85 geschätzt, aber der ist gar nicht so groß. Und dann dachte ich mir irgendwie, ja, wahrscheinlich, das passt, ne? Das passt. Und Amber schreibt, für Flora Botanica habe ich mal ein Kompliment von der Erzieherin im Kiga bekommen im Sommer. Ja, Flora Botanica ist auch ein super Duft zum Kompliment sammeln. Ich glaube, es gibt keinen, den der irgendwie nervt. Ja, Chris 30 Chris Muck schreibt, der hatte eine Zeit eine Bude am Gärtnerplatz, ja, und der war vor allem auch Klient in der Agentur, in der ich gearbeitet habe. Wobei ich in einem Personalberatungszweig war. Also ich habe mich nicht mit den fancy Celebrities beschäftigt, sondern ich war hier am Hardcore Cold Calls machen die ganze Zeit. War sehr persönlichkeitsbildend, kann ich euch sagen. Aber hin und wieder, gerade jetzt im Gärtnerplatzviertel, da laufen dann halt auch mal ein paar Stars über den Weg. Den Thomas Müller habe ich im Kino getroffen. Immer die Fußballer. Und einmal die Sarah Nuro von, wer sie noch kennt, von Germany's Next Topmodel. Javier Lopez schreibt, kann ich Donna Rosa Verde blind kaufen für den Sommer jetzt?
Kannst du schon, wenn du ihn noch irgendwo kriegst. Kannst du schon, klar. Absoluter Blindkaufkandidat, würde ich sagen. Mona schreibt, werd am Freitag in meiner neuen Firma vorgestellt. Was soll ich denn da tragen? Ja, Mona, da brauchen wir mehr Info. Was ist es für eine Firma? Was ist dein Job? Was willst du für einen Eindruck machen? Ole Douglas schreibt, was sagst du zu Radical Rose? Radical Rose, den habe ich im vorletzten Livestream reviewed. Da kannst du nochmal reinschauen. Ich glaube, ich fand ihn sehr gut. Überraschend gut für einen Rosenduft. Ja. Mhm. Daniel schreibt, wir haben den Löw mal im Café in Freiburg getroffen. Ah ja, schön. Da kommt er her, ne? Ja. Okay, sollen wir... Ach, wisst ihr was, Leute? Wir machen unser erstes Giveaway jetzt, oder? Das muss ich mir kurz noch... Ich nehme kurz einen Schluck und überlege mir ein Rätsel für euch. Okay, also... Leute, heute habe ich zwei Giveaways für euch. Das erste machen wir jetzt, das andere machen wir später. Und zwar gibt es heute zu gewinnen Nothing But Sea and Sky und Suma Oriental von Unuino Mark, der absoluten Hammermarke. Und es tut mir auch so im Herzen weh, weil das Team von Unuino Mark hätte ich eigentlich auch übermorgen getroffen. Und das sind so liebe Leute und die Düfte, die sind so der Hammer. Also insbesondere, machen wir vielleicht Suma Oriental zuerst. Also ihr kriegt nicht meine, ne? Ihr kriegt hier einen neuen, netterweise gesponsert von dem tollen Inuinomat-Team. Und der Suma Oriental, das ist echt einer, den kann man jetzt noch tragen, auch wenn es so ein total geiler Gourmand ist. Ich zeige euch den nochmal kurz, damit ihr gucken könnt, ob ihr beim Wettbewerb gleich mitmachen wollt, wo es den zu gewinnen gibt. Und zwar ist das ein ganz, ganz genialer Gourmand. Der hat auch so eine geile Marzipannote. Ist aber eben nicht kirschig, sondern so rummig, kakaoig, Patchouli. Und das Patchouli ist so... Das bildet so sozusagen die Unterlage für alles, ja. Das vereinigt diese ganzen dunkleren, gourmandigen Noten so wunderschön. Es passt so perfekt zusammen. An diesem Duft ist nichts, was ich ändern würde. Der ist perfekt. Der hat eine super Performance. Der hält ewig. Das ist auch definitiv einer zum Komplimente sammeln. Also 100%. Der ist so süß, würzig und gleichzeitig so... irgendwie eben auch tropisch anmutend. Der kommt aus der Unuia Bali-Reihe. Und ich war erst irritiert, als ich gemerkt habe, dass das ein Gourmand ist und der irgendwie nach Bali geschoben werden soll. Aber es macht so Sinn. Also man merkt auch fast so ein bisschen Dattelaroma. Ich weiß gar nicht, hat er eine Dattel überhaupt drin? Gar nicht, ne. Aber so Marzipan, Dattel, mandelmäßig. Rum, so ein bisschen beschwipst. Und das Tolle ist, der ist perfekt unisex. Also Männer, Frauen, könnt ihr alle mitmachen gleich. Der ist da absolut der Hammer. Ich liebe die. Also wer nochmal genauer schauen will, wie der ist, ich habe schon 1000 Mal den in Videos besprochen. Nicht 1000 Mal, aber wenn ihr Lenisense und Suma Oriental eingibt in YouTube, dann findet ihr die Videos. Und ich habe auch schon ein Brand Review zu der Marke gemacht. Genau. So. Okay, also, den gibt es jetzt zu gewinnen und zwar, okay, wir machen es jetzt leicht fürs erste Giveaway, Achtung, die Regeln, glaube ich, müsstet ihr gelesen haben, genau, die hat mein Stream Elements Bot euch gerade gesagt, witzigerweise, der macht immer die Reihenfolge dieser Instruktion random, also, da müsst ihr ein bisschen mit Hirn mitlesen, sozusagen. Die erste Nachricht hat er jetzt als zweites geschickt und so weiter. I don't know. Aber ihr wisst, wie es läuft, ne? Gut. Die Frage lautet, und ich schreibe euch Go in den Chat, wenn ihr loslegen dürft. Wie heißt die Messe, wo ich morgen nicht hingehe? Und ihr müsst sie richtig schreiben. Go. Okay, jetzt muss ich erstmal richtig lesen. Also, der Kilian T. hat schon mal falsch geschrieben.
Dann die Marlena K. hat es richtig geschrieben. Marlena K., herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. So. Ja, das ist echt. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen schreibe, dann muss ich echt wieder gucken. Aber heute war es ja leicht, ihr hättet ja nur ins Thumbnail gucken müssen, ne? Ja, genau. Also Marlena K. hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Schick mir eine E-Mail mit deiner Adresse und deinem YouTube-Screenshot oder schau nochmal oben, was der Bot dir für Instruktionen gibt, wenn du es nochmal genauer wissen willst. So. Oh nein, Kerstin Bischof, ja, bei dir zeigt sich als Erste an. Ja, das ist leider, der Stream verarbeitet, also ihr habt alle eine unterschiedlich schnelle Internetverbindung und dementsprechend verarbeitet der Stream euch alle halt in der Reihenfolge, in der ihr ankommt, nicht unbedingt in der ihr euch seht. Aber ja, beim nächsten Mal. Kerstin, wir haben noch ein Giveaway heute, vielleicht reicht es ja nochmal für dich. Genau, ja, herzlichen Glückwunsch an die Marlena K. Okay. Wenn ihr möchtet, dann könnten wir jetzt vielleicht noch... Basti W. schreibt, warum geht's morgen nicht auf die Exons? Weil ich zu krank bin leider. Und noch nicht wirklich lange auf den Beinen sein kann, ohne dass mir schwindelig wird. Ja. Bitter. Kilian MCB schreibt, war heute in der Parfümerie und kam 5 Minuten später mit Elysium von Roger wieder raus. Schockverliebt. Ja, der ist auch toll. Der ist richtig toll. Auch super Allrounder. Ja, gut. Wollen wir was testen? Ich habe einen Haufen Düfte da von... Ich weiß nicht, wie man die Marke ausspricht. Sie schreibt sich J-U-S, also entweder Juice oder Jus. Ich weiß nicht genau, was das Ding ist. Und es sind ein Haufen, die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht alle machen. Aber wir gucken uns jetzt vielleicht die Übersicht mal an von denen. Und dann picken wir uns vielleicht ein, zwei raus, die wir uns anschauen. Ein, zwei. So viele, wie wir halt Lust haben. So, okay. Die haben alle lustige Flakons. Okay. Also da sehe ich an, der heißt Sexy Crush. Ich würde sagen, also hier ist der, ihr seht ihn nicht. Den schauen wir uns jetzt mal an, oder? Gucken wir mal, was der Sexy... Oh, und ich muss den jetzt erstmal finden. Ah, Glück. Hier ist er schon. Der Sexy Crush. Name finde ich schon mal geil. Meine Erwartung ist nicht groß, um ehrlich zu sein. Wir gucken. Okay, also... Moment, ich mache ihn euch mal auf. Ich versuche selber noch nicht zu schauen. Ich mache ihn nur für euch auf jetzt. Ich mache ihn euch mal größer. Mhm. Also... Erinnere mich ein ganz ein bisschen an meinen Ombre Cello von Orchestre Parfum, weil, ich weiß nicht genau warum, aber der ist sehr harzig, aber da ist super viel Synthetik irgendwie mit drin. Hat schon, also ist es jetzt, ich glaube, der Duftcharakter an sich, die Richtung gefällt mir gut, aber er ist nicht sehr, kommt mir nicht sehr fein gemacht vor irgendwie. Ah ja, schon. Okay, also ISO ist super. Merke ich nicht. Das ist auch nicht das, was mich stört, weil ISO ist super stört mich selten in Düften. Es ist wahrscheinlich eher hier. Dieses Citronellol, das ist, obwohl der Name so klingt, hat es nichts mit Zitrone zu tun. Das ist nicht zitrisch, das ist irgend so eine synthetische Blüte. Ich glaube, es ist entweder Maiglöckchen oder Maiglöckchen, glaube ich, ist es. Oder Veilchen. Maiglöckchen. Ja. Oder Geranium. Nee, Geranium? Genau, riecht nach Rosengeranie. Zitronengrasöl kann ich nicht bestätigen. Ja, ich finde den nicht so schön, ehrlich gesagt. Sexy Crush. Ja, 6,5. Ja. Schauen wir mal den nächsten an. Der war jetzt normal nix. Oder wisst ihr, was wir auch machen können? Schauen wir uns meine Sammlung an. Ich habe wieder was für euch vorbereitet heute. Und ich hatte ein bisschen ein Problem. Was heißt ein Problem? Ach, egal. Jetzt schauen wir erstmal die Nina Love an. Die haben wir heute mit ihrer Sammlung. Und die ist echt, das ist eine sehr, sehr schöne, süße, feminine Sammlung, finde ich. Also nicht unbedingt süß wortwörtlich gemeint, sondern im Sinne von,
hier diese drei Narcissos, die finde ich, also die kriegen auf alle Fälle mein Approval schon mal. Der Fleur Musk ist übrigens auch ein sehr schöner, total unterschätzter Narciso, finde ich. Also den mag ich richtig gern. Im Gegensatz zu, Moment, ich habe den neuen Narciso For Her Forever probiert. Der war in einer Douglas-Sendung bei mir mit dabei als Probe und ich fand ihn schrecklich. Und das fand ich richtig schade. Hat mir gar nicht gut gefallen und war schon irgendwie wiedererkennbar die For Her DNA, aber halt irgendwie verschandelt und nicht sehr schön. Aber zurück zur Sammlung. Dann haben wir hier einen Angel und einen Sexy Amber von Michael Kors. Michael Kors hat hin und wieder so kleine Nuggets, ja. Manche Düfte von ihm sind dann echt gar nicht schlecht. Ich habe den Sexy Amber, glaube ich, noch nicht gerochen, aber ich glaube, das ist einer von den guten. Michael Kors ist für mich, ehrlich gesagt, mehr so wie eine Celebrity-Marke. So, jeder Zehnte ist gut oder so. Jeder Zehnte ist ein Treffer. L'Imperatrice, Chloé, lieb, schön. das ist ja genau die Jo Malones, die ich auch habe, nämlich Wood Sage and Sea Salt und Nectary Blossom and Honey. Die zwei habe ich auch. Der Malfi Sunray, Imagination sehe ich da, glaube ich. Tom Ford, irgendwas. Critiant, sehr schön. Ah, hier unten rechts, seht ihr den? Der da. Das ist einer, der steht auf meiner Wunschliste. Den muss ich bald mal haben. Das ist ein Armani Privé, der heißt Tee Oolong. Also Oolong Tee im Grunde. Und das ist ein super schöner, toller Alltagsduft. Auch super für den Sommer. Auch super vielleicht für alle Leute, die... Er riecht jetzt nicht wie Valentina Donna Rosa Verde, aber er ist schon halt so ein bisschen die Richtung Tee und frisch und so ein locker, flockiger, leicht zitrischer Duft. Mit Ingwer. Ingwer hat er, glaube ich, auch drin. Und wenn jetzt Leute den Donna Rosa Verde gern mögen, aber jetzt nicht unbedingt auf den Wulong Cha umsteigen wollen, dann könnte das auch ein toller sein, um ihn zu probieren. Also den, der ist dieses Jahr irgendwie fällig bei mir. Dann noch Amourage Sunshine. Die zwei Molecules, Muscular Po. Muscular Po habe ich jetzt übrigens auch mir den 100ml Flakon besorgen können. Und er ist schon wieder nicht mehr voll. War jetzt Zeit. Dann haben wir noch Portrait of a Lady. Aha. Und ein Baccarat Rouge. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also alles, würde ich sagen, verhältnismäßig feminin mit einer Layering-Ausstattung. Also hier unten habe ich das Gefühl, das ist so die Layering, das Layering-Equipment, ne? Also für die holzige Performance, für den Ambroxan-Boost, für irgendwas frischer zu machen, um irgendwas Baccarat Rouge beizumischen, kann man nie was falsch machen, wenn man Baccarat Rouge irgendwo dazu gibt. Echt schön. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. So, ist die Nina Loves, glaube ich, auch im Chat, kann es sein? Nina, bist du da? Ja. Bitter Peach. Der Bitter Peach, den habe ich auch probiert. Fand den auch gar nicht schlecht, aber Haltbarkeit echt schlimmer als die Aqua Allegoria Düfte von Guerlain. War wirklich nicht mal der Rede wert. War ganz, 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 ganz schlimm. Manuela Hermine schreibt... ich war auch von dem neuen Narciso enttäuscht, dachte, irgendwas stimmt mit meiner Nase nicht. Jo, ja, die reiten das halt jetzt auch zu Tode, ja. Aber gut, Trefferquote bei Narciso Rodriguez ist bei mir immer noch um ein Vielfaches höher als bei anderen Düften aus dem gleichen Segment. Ja. Die Aqua Allegoria Düfte, die halten nicht gut. Die halten halt auch nur 2 Stunden oder so. Okay, die Lea hier hat einen fast ungesprühten Donna Rosa Verde. Aha, wenn den jemand haben möchte, schreibt ihr eine Nachricht auf Parfumo. Sie heißt Opinion. Sehr interessanter Username. Mhm. Die Nina Lauf schreibt, meine neue Killer-Kombo ist Narciso Rodriguez Pure Musk mit Baccarat Rouge. Ha? Klingt gut. Christian A. schreibt, welcher Louis Vuitton ist der beste für den Frühling? Sur la route, Afternoon Swim oder Imagination? Bin auf der Suche nach einem neuen Frühlingsduft. Also der Sur la route für mich
ist ein distinktiver Sommerduft wegen dieser geschnittenen Grasnote. Die assoziiere ich einfach mit Sommer. Der Afternoon Swim irgendwie auch. Den assoziiere ich mit in den Pool springen, mit Sommersonne, Sonnenschein. Und der Imagination ist zwar auch ein frischer Duft, aber ich finde, der Imagination ist ein, doch in gewisser Weise ein Allrounder. Ich finde, ich würde mir wahrscheinlich den holen. Ja. Die gestern hat heute Pico Valle Dama bestellt. Hey, das ist ja, das war ja ein Investor. Wahnsinn. Wir haben ein neues Mitglied. Satisfaction TV. Das ist mein Username. Herzlich willkommen bei uns und danke dir für deine Unterstützung. Raul Saavedra schreibt, Leni, was ist deine Meinung über Prada Candy? Gefällt mir nicht so gut. Habe ich nie Zugang gefunden zu dem. Also, lieber Olaf Süßenbach, herzliche Grüße von uns hier. Ja, okay, nächste Sammlung, ja? Jetzt bei den nächsten Sammlungen, da hatte ich ein Problem, weil es waren zwei Larse. Und dann dachte ich mir, ja, kein Problem, dann schreibe ich halt den ersten Buchstaben vom Nachnamen dahinter. Problem ist, die heißen beide Lars S. Punkt. Und jetzt habe ich halt, jetzt musste ich die irgendwie anders kategorisieren. Das eine, das ist jetzt der Holz-Lars und das ist hier der Treppen-Lars. So nennen wir sie jetzt. Und jetzt machen wir mal zuerst den Holz-Lars. Er hatte mir in seine E-Mail geschrieben, dass er erst vor 6 Monaten angefangen hat, seine Sammlung aufzubauen. Was ich krass finde, dann mit so einer Nische einzusteigen. Weil, schaut euch mal an, es ist nur der Lom Ideal, glaube ich, ein Mainstream-Duft. Ansonsten alles Nische und auch teilweise, ich meine, solche Sachen wie Enklave, das ist wirklich, das ist nicht mal Einsteiger-Nische. Das ist, oder auch Frederick Malle The Moon, das ist heftig, ja, heftig, heftig. Ich finde die Idee ganz süß, dass er da hier diese Holz... diese Holzscheite genommen hat, um Treppen zu bauen. Ich muss bei mir im Regal jetzt auch Treppen einführen. Das plastet schon aus allen Nähten und ich sehe sie jetzt nicht mehr alle. Ich muss jetzt irgendwie einen effizienteren Weg finden, die da zu zeigen bei mir. Aber ja, echt eine tolle Sammlung. Hier die beiden Frischlinge von Nishane, Ambra Calabria und Boulanger. Kann man nichts falsch machen damit. Dann der Gentle Fluidity Silver. Auch ein super schöner Herrenduft. Richtig toll. Enklave, das ist dieser Amouage-Star, der ist irgendwie so random, kommt mir vor. Wie kommt denn der da rein irgendwie? Dann Killian Intoxicated haben wir mit dabei, auch eine keine schlechte Wahl. Und den hier, den Evasion oder Arc von Evasion, den kenne ich nicht, der sagt mir nichts. Aber Lars, wenn du im Chat bist, dann schreib uns gerne, was es mit dem auf sich hat. Einer von den Larsens, ja. Genau. Und dann schauen wir jetzt noch den Treppen-Lars an. Hier, wundert euch nicht, weil das Bild so komisch aussieht. Er hat zwei Bilder geschickt und die waren aus verschiedenen Perspektiven. Und dann habe ich sie so zusammen gemanscht hier, damit wir sozusagen einen, damit keine Düfte doppelt drauf sind. Das Einzige, der ein bisschen doppelt ist, ist hier der Akkord Oud. Aber alles andere ist einfach. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist nämlich eine sehr, sehr krasse Sammlung. Und ich muss sagen, ich bin so total dabei hier auf dieser linken Seite. Ja, also hier bin ich am Start. Wo ich nicht so dabei bin, hier ist diese rechte Seite. Ich vermute mal, dass das die Seite der Liebsten ist. Und... das, was mir nicht so... Wobei, kann man auch nicht sagen. Also, welchen ich tatsächlich ganz schrecklich finde, leider, ist wirklich dieser Paradox. Oder heißt der Paradox von Prada? Das ist einer der schlechtesten Düfte, die ich je gerochen habe. Den fand ich so, 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 so schlimm. Also, da hat es mich richtig... Ja, den fand ich nicht gut. Und ich finde auch diesen Tiffany hier sehr, sehr nichtssagend. Hier, da sieht es schon anders aus. Also diese erste Reihe, da bin ich mit dabei. Auch hier hinten Gentle Fluidity Gold. Sehr schön. Und das hier ist der Flora irgendwas.
Wie heißt er denn? Flora. Ich komm gerade nicht drauf. Aber die Aqua-Allegorias, die sind eigentlich alle gut. Da gibt es echt. Da gibt es eigentlich wirklich keinen schlechten. Auch der Gucci Flora, den mag ich. Gucci Blumen, das ist alles okay, ja. Und der Kyoto von Diptyque, den kenne ich noch nicht. Das muss ich mir mal, den muss ich mir mal anschauen. Wirkt wahrscheinlich kirschblütig japanisch, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt gehen wir mal hier rüber. Okay. Hier haben wir. Eine Changing Constance. Sehr schön. Ein Imperial Wood. Tony Iommi. Dann einen Elmar. Die Elmar dürfte ich auch gern auf der Messe probiert. Weiß ich gar nicht, ob er kommt, aber ich glaube schon. Das ist eine Marke, die nimmt jetzt langsam so ein bisschen Traction auf, habe ich das Gefühl. Genau, die Mona schreibt Flora Salvaggia. Und dann haben wir hier einen Oxford, eine Apollonia, Leighton, Luna Rossa Black, ein Town de Neige, Virgin Island Water. Ich finde ja, das ist wahrscheinlich der beste Creed ever. Sontal Austral kann man durchaus machen. Wir haben den Berserker da hinten, das wundert mich ja. Ui, der muss neu sein. Der Berserker, okay. Dann haben wir hier einen Virgin of Venice. Ist das Arabesque eigentlich? Ich glaube schon. Patchouli Imperial. Sehr interessant. Den kenne ich gar nicht. Das ist einer der ganz wenigen Christian Dior, die ich nicht kenne. Aber ich kann mir vorstellen, dass der... Den schauen wir uns kurz an. Mich interessiert der. Schauen wir uns den mal kurz an. Patchouli Imperial. Ist der neu oder alt? Mittel. Der Koriander Patchouli Sandelholz. Der würde mich mal interessieren. Interessant. Okay. Dann haben wir hier noch den Neffs, könnte ich mir vorstellen. Camel Oud von Soradora. Super geil. Oud Silk Mood. Oud Wood. Und den hier in der Mitte kenne ich nicht. Und da hinten haben wir Halfetti, kann das sein? Halfetti Cedar von Penhaligon's, auch schön. Die geben sich echt Mühe mit ihren Flakons, das weiß ich zu schätzen immer. Also die Sammlung hier des Herrn, sehr, sehr gut ausgewogen, auch richtig coole Sachen mit dabei und irgendwie schon sehr stilsicher, finde ich. Absolut cool. Und hier drüben, diese Treppe hier, die würde ich einfach abschneiden. Also, jetzt nichts gegen deine Liebste, ne, aber das, der MFK darf mit, der Aqua Allegoria darf mit, die Guccis dürfen mit und der Creed darf mit. Und die Reste, die werfen wir einfach rechts runter. Genau. Ja, das war die Sammlung vom Treppenglas. Christian A. schreibt Veto, der beste Creed ist eindeutig Royal Oud. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich finde übrigens auch auf Parfumo ist es so, wenn die Düfte bewertet werden, dann kriegen witzigerweise die tieferen, dunkleren, ambrierten Düfte, die orientalen, kriegen durchschnittlich, finde ich, eine viel bessere Bewertung als die frischen Düfte. Und ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das so sein sollte. Ich finde es echt komisch. Und ich weiß nicht, ist euch das auch schon aufgefallen? Habt ihr das schon mal festgestellt? Also ich denke auch grundsätzlich, mir fällt es halt immer auf, wenn ich mir neue Marken anschaue und ich schaue dann, was die so gemacht haben, dann die bestbewertetsten Düfte sind meistens irgendwelche Oud-Düfte oder irgendwelche Amber-Düfte. Und das kann ich dann oft nicht nachvollziehen. Ah, Magi24 schreibt, in der Mitte ist der Ishq. Den musst du unbedingt testen. Toller Duft, Baccarat Rouge mit der gleichen Erdbeere wie in La Capitale. Aha. Okay. Anni schreibt, blumige Düfte sind auch mal schlecht bewertet. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ich habe das Gefühl, wenn es dann Rose Oud ist, dann ist es plötzlich wieder gut bewertet. Also, wie gesagt, aber die Parfumbewertung, da gebe ich schon lange nichts mehr drauf. Ich nehme die nur noch so. Ich nehme die nur noch so im Hinterkopf als einen Datenpunkt. Aber es ist nicht, finde ich, oft nicht sehr repräsentativ. Ja. Okay, dann testen wir noch einen Juice-Duft.
irgendwie so mittelmotiviert bei diesen Juice-Düften heute. Welche finden wir noch spannend? Was habe ich denn hier? Mastral. Den testen wir jetzt mal, weil der hat einen lustigen Namen. Mach ihn euch mal auf. Okay. Ja, halt blumig. Blumig. Hat schon irgendwie was Interessantes. Irgendeine exotische Blume könnte mit dabei sein. Schau mal. Osmanthus, ja. Und Sandelholz. Das ist jetzt so ein Duft, wo ich sage, ist okay, aber irgendwie auch nichtssagend. Also so eine typische 7,3 eigentlich. Passt perfekt. Frisch, blumig. Nicht besonders spannend. Eckt nicht an. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Was habe ich noch? Okay, dann haben wir einen, der heißt Noir Sens. Schauen wir uns den mal an. Sens. Der hat einen roten Flakon. Gucken wir mal. Boah. Der stinkt. Also der riecht gar nicht gut. Was ist da drin? Ah ja, Wildledertinte Ambroxan. Ja, bin ich fast so ein bisschen an den Secretion Magnifique erinnert hier vom letzten Mal. Er ist nicht so schlimm, aber viel besser ist er nicht. Der kommt gleich weg. Mir ist es jetzt zu blöd hier im Dunkeln rum zu... Wir ordnen die jetzt nach Duftbeliebtheit. Und schauen uns, welche sind die wir probieren sollten. Ah, okay. Also Andaluisa heißt der. Andaluisa. Schauen wir mal, ob wir den finden. Echt hier bei meinem Boost. Hoffentlich ist der dabei. Green Pop. Ginger Lise, die müssen wir auch noch probieren. Steam Superfusion, Coffee Breeze, Rosamonda, Noissance. Ach, ist der jetzt echt nicht dabei? Das ist ja blöd. Der hat allerdings auch 7 Bewertungen. Da geben wir jetzt mal nichts drauf. Das kann ja nicht sein. Habt ihr gesehen, der bestbewerteste Duft nach dieser 7 Bewertungen, sieben Ausreißer da, ist bei 7,1 und das ist der Ginger Lise. Die Ginger Lise, die schauen wir uns jetzt an. 7,1 als beste Bewertung. Ist ja nicht euer Ernst. Hatten wir nicht gerade einen mit 7,3? Aber die sind gewichtet, gell? Hier ist noch einer mit 7,5, weil der hat nur eine Bewertung. Hier, genau, der Blue Mastral, aber der hat nur 3 Bewertungen. Oh, 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 ich ahne nichts Gutes. Ginger Lise, was bist du? Ist der Sprüh auch noch kaputt, come on. Ah. Ja, okay. Ist auch nichts Besonderes. Ja, also riecht es nicht schlecht oder so. Ist ein Freshie. Minziger, zitroniger Freshie. Mit Ingwer. Nicht unschön. Die Bewertung 7,1 finde ich jetzt eigentlich zu wenig. Aber ist jetzt auch nicht bahnbrechend, ja. Also auch nichts, was man unbedingt probieren muss. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, da noch weiter zu probieren, wenn die alle so schlecht sind. Einen machen wir noch. Eine Chance gibt es noch, okay? Schauen wir uns mal. Okay, eine mit 8,7. Hier haben wir noch eine Chance. Spicy Delice heißt der. Hoffentlich ist er dabei. Er ist natürlich nicht dabei. War ja klar. Super. Ich habe hier so viele von denen, aber die gut bewertet sind, sind nicht dabei.
Dann, was ist next best? Mal schauen. Ultra Hot. Sollen wir den mal probieren? Ultra Hot, wo bist du denn? Ah, der ist so lila. Dem geben wir jetzt noch eine Chance und dann ist gut. Und dann schauen wir uns die Molinar-Düfte vom Anfang nochmal an, weil da müssen wir noch den Drydown abchecken. Ja, auch wieder also nichtssagend, alle nichtssagend. Der ist schon, den kenne ich aber irgendwie. Also, ja, super synthetisch, aber ich kenne den. Der ist ähnlich zu irgendwas, was ich kenne. Kein Fan. Egal, okay. Dann gucken wir uns jetzt an nochmal den Mirea von vorhin. Ja, okay. Mhm. Er ist immer noch exakt so wie am Anfang. Keinerlei Verlauf. Also was ihr beim ersten Schnüffeln kriegt, ist auch, wie er dann riecht. Es ist sehr süß. Also ihr müsst wirklich diesen Vanillezucker in Kombi mit der schwarzen Johannisbeere muss dir gefasst sein. Ich muss sagen, die Blüten kommen jetzt schöner raus als am Anfang. Er gibt schon... Aber die Basisnoten sind noch dominant. Also er wird schon weicher, ein bisschen gediegener wird er. Aber er ist noch relativ so wie am Anfang. Und jetzt gucken wir uns den Vin et Marais nochmal an. Interessant. Ja, der ist jetzt anders. Also, der hat immer noch seine Zitrik, bemerkenswerterweise. Schwarze Johannisbeere merke ich nicht mehr. Die Holznoten immer noch sehr dezent. Ich merke mehr den Moschus und die Blüten und die maritimen Noten nach wie vor. Also hat sich schön frisch entwickelt. Immer noch mit diesem Zitruszest, wie vom Anfang. Der Ultra Hot. Jule ist immer gerade schon ab ins Bett. Okay. Dann lasst uns das letzte Giveaway machen für heute. Und zwar gibt es heute den Nothing But Sea and Sky. Und ihr wisst ja, das ist auch einer meiner absoluten Lieblinge. Also logisch, ich habe natürlich, als es darum ging, die Giveaways für euch rauszusuchen, habe ich natürlich gesagt, schick mir meine Lieblinge. Oh, das ist so ein schöner Sandelholz-Kokosduft. Den zeige ich euch jetzt noch kurz hier. Der ist so toll. Mensch, das ist jetzt was für einen Frühling, für einen Sommer. Dieses Bergamotte Sandelholz weißer Moschus, das ist viel zu simpel, um diesen Duft zu beschreiben. Der hat so eine Frische, und zwar so eine Meeresfrische, ohne diese synthetischen maritimen Noten zu haben. Sondern ihr habt mehr so das Gefühl, ihr seid irgendwie... Ihr seid Richtung Strand unterwegs, ja. Jetzt nicht direkt am Meer, weil er ist nicht salzig, aber er hat irgendwie diese Brise hat er irgendwie. Und er ist so ein Hautduft, so ein ganz toller, dezenter Sandelholzduft. Mit Erinnerung an Kokos, obwohl keine Kokos mit drin ist, aber so diese ganz, ja, diese... Irgendwie das, was bei Kokos manchmal so der Nachgeschmack ist, das habe ich hier drin auch. Und es ist einfach toll für den Sommer. So richtig ein, wenn ihr nicht Zitrus haben wollt, wenn ihr nicht irgendwie was zu Schweres haben wollt, ihr wollt einfach gut riechen und es soll nicht nur reiner Moschus sein, dann holt euch den Nothing But Sea and Sky. Holt ihn euch jetzt im Giveaway. So, wo ist er denn? Hier habe ich ihn für euch. So, jetzt gibt es ihn. Genau. Okay, jetzt, was frage ich euch denn? Ja, okay. Wie gesagt, ihr müsst wieder alles richtig schreiben, wie immer. Und
Die Frage ist folgendes. Wie hieß der Room 1015-Duft von heute, den ich gut fand? Ja, das ist schon. Cherry Punk. Martha hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sexy Crush, schreibt Olja S. Nein, der Sexy Crush war es nicht. Cherry Punk, genau. Ja. Wunderbar, wunderbar, Leute. Dann haben wir heute auch diesen traurigen Tag gut überstanden. Ich schätze mal, im nächsten Stream werden wir uns mal ein bisschen den Content von anderen Leuten anschauen, die dort waren, und so ein bisschen vielleicht kommentieren. Das könnte ich mir auch mal vorstellen. Machen wir ein bisschen Reactions auf die Messe. Wobei, soll ich mir das selber antun? Oh, oder wäre ich dann traurig? Mal schauen, ich überlege mir das noch, ob wir das machen. Der nächste Stream wäre eigentlich, ich glaube, am Ostersonntag. Ich muss mal ganz kurz den Kalender schauen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn wirklich mache. Das wäre der 9. April. Ich muss noch überlegen, ob ich es wirklich am Ostersonntag machen will. Oder nicht. Aber vielleicht machen wir es dort. Ansonsten kriegt ihr Bescheid. Ja, ihr müsst ja einfach nur ab und zu meine, wenn ihr mir auf Insta folgt, kriegt ihr es mit in meinen Stories. Und natürlich auch auf YouTube wird euch das Thumbnail dann mit der richtigen Zeit ausgespielt, wenn wir es machen. Aber voraussichtlich ist es mal der 9. April. Und ja, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Ich darf jetzt ins Bett, in mein wohlverdientes. Und ihr auch. Und dann wünsche ich euch noch eine tolle Nacht, eine tolle Woche. Bleibt gesund und dann sehen wir uns ganz bald wieder an Ostern. Und da muss ich mir irgendwas Lustiges überlegen, wenn wir Ostern feiern. Schauen wir mal. Also gut, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.